Meldung von der Frau Abgeordneten Diplomkauffrau Elisabeth Pfurtscheller. Bitte, Frau Abgeordnete. Erste Rednerin dazu ist Elisabeth Pfurtscheller von der ÖVP. Werte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Zuschauer an den Bildschirmen und auf der Galerie. Die schlechte Situation von Frauen und Mädchen in Indien, insbesondere das hohe Ausmaß sexueller Gewalt, erlangte durch die extrem gewalttätige Massenvergewaltigung einer indischen Studentin in einem Bus in Delhi im Dezember 2012 erstmals international mediale Aufmerksamkeit. Seit diesem und einigen anderen Vorfällen, die weltweit durch die Medien gegangen sind, wurden zwar die strafrechtlichen Bestimmungen in Indien von staatlicher Seite in diesem Bereich verschärft und auch die Öffentlichkeit und die Polizei wurde stärker sensibilisiert, aber vor allem im ländlichen Raum sind diese Informationen noch nicht angekommen und traditionell werden in Indien die Frauen am Land sehr schlecht behandelt und wirklich nicht gleichgestellt behandelt, auch aufgrund des Kastensystems. Und es gibt immer noch eine große Kluft zwischen der Gesetzgebung und der Umsetzung. Auch ausländische Frauen werden immer wieder Opfer sexueller Gewalt in Indien. Der Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt ist eine der außenpolitischen Prioritäten Österreichs im menschenrechtlichen Bereich. Unser Außenminister Sebastian Kurz macht sich vehement auf dem internationalen Parkett für die Rechte der Frauen stark. Die Situation der Frauen in Indien wurde zuletzt von österreichischer Seite sowohl in den bilateralen Kontakten als auch im Rahmen der EU thematisiert. Dafür möchte ich mich, Herr Minister, ganz herzlich bedanken. Auf österreichische Initiative wurde anlässlich des Internationalen Frauentags im März 2013 ein europäischer Gastkommentar zum Thema Gewalt gegen Frauen in der indischen Zeitung The Indian Express veröffentlicht, in dem europäische Lösungsansätze im Kampf gegen Gewalt an Frauen dargestellt wurden. Und auch bei dem bilateralen Menschenrechtsdialog zwischen der EU und Indien im November 2013 wurde dieses Thema vorgebracht. Und es gab auch im Vorfeld dazu auf Veranlassung der österreichischen Botschaft ein Treffen ausgewählter Vertreterinnen lokaler Frauenrechtsorganisationen. Österreich hat am Rande der 57. Sitzung der Frauenstatuskommission in New York im März 2013 eine vielbeachtete Panelveranstaltung zum Thema Kampf gegen Gewalt an Frauen, die Rolle des Justizsystems organisiert und neben zwei österreichischen Expertinnen diskutierte auch eine führende Vertreterin der Frauenrechtsbewegung in Indien die Situation der Frauen und Mädchen und über weitere Handlungsoptionen. Ich denke, diese Beiträge des Außenministeriums zum Thema waren wichtig und richtig. Aber wir müssen unbedingt auch weiterhin dieses Thema national und international immer und immer wieder aufmerksam machen. Vergewaltigungen dürfen für uns kein Tabuthema sein. Körperliche Unversehrtheit ist ein Menschenrecht. Vergewaltigungen sind leider auch hierzulande noch viel zu häufig und oft traurige Realität. Sie sind reine Gewalt, sie sind eine Menschenrechtsverletzung. Das müssen wir immer wieder aufzeigen und uns dafür einsetzen, dass wirksame Schritte dagegen gelingen. Und in diesem Sinne werden wir natürlich diesem Antrag der Grünen zustimmen. Dankeschön. Am Wort ist die Frau Abgeordnete Andrea Gessel-Ramftl. Bitte schön, Frau Abgeordnete.